Ja, dann lass uns raus. Mütze, Hosenstall, Handy, Geschenke, Zettel. Wasserschutz Polizeikommissariat 2, Außenstelle Landungsbrücken. Jens Krüger und Thorsten Wennmann sollen Betrügern das Handwerk legen und Streitereien schlichten. So, hallo. Ja. Geht der Mann nicht so nah ran? Ja. Stelle ich hier jetzt an. Ja. Ne? Ja. Und dann geht das rucki zucki sie die Beine ab. Oh, ja? Das wollen wir nicht. Und wer ins Wasser plumpst, der hat hier keine Chance. Ja? Das Verhältnis dazu haben die Leute teilweise verloren, dass das eigentlich ein Fährbahnhof ist. Das heißt, dass hier Schiffsverkehr ist, in wechselhaften Abständen. Die Leute wollen ganz gerne hier essen und dann stören natürlich so ein bisschen die Abgase der Schiffe. Aber erst waren die Schiffe hier und dann kamen die Budenbetreiber. Hallo, schönen guten Tag. Ein Koberer für Hafenrundfahrten. So, was gibt's sonst noch Neues? Ja, was ist passiert? Passiert ist gar nichts. Keine Käppelein? Nix, nein. Was? Guck mal, das ist eine Damenriege. Alles nette Muttis. Ne? Die haben ihren Papi, haben die schon alle unter die Erde gebracht und jetzt sind sie fidel und lustig. Weil sie ja seine Rente haben. Seine 60%. Ne? Der Mann ist doch zu haben hier. Ja, nein, nein, nein. Bei mir ist bei 20 Schluss. Bei 20 ist Schluss. Meine Miezekatze in der Karibik, die wird jetzt nächste Woche 18. Also skurrile Typen haben wir hier genug. Ja? Nicht nur die, die hier arbeiten, auch die, die hierher kommen. Ja? Rückfahrt-Tickets hier, Leute, auch zur Speicherstadt. Abfahrt hier. Letzte Fahrt, wer will doch mit? So Mädels, was ist mit euch? Der Millionär mit den zwei hübschen Damen. Das ist die letzte Fahrt? Das ist die letzte vor der Sommerpause. Es ist 13 Uhr. Noch sind 45 Plätze frei. Rundfahrt mit der Barkasse hier. Klopps, du sollst die Leute nicht verscheuchen, du sollst sie ranlocken. Heinzi, hast du nichts zu tun an Bord? Gut, dann trink mal deinen Kaffee, dann kannst du ein bisschen deine Back schrubben. Ahmet Ögüt, kurz Achi, soll dafür sorgen, dass viele Touristen mit den Barkassen seines Arbeitgebers mitfahren. Für 18 Euro pro Person. Jupp. Einmal die Tickets, einmal durchzählen, nicht, dass ich dich übers Ohr gehauen habe. Passt. Passt? Sehr schön. Also die meisten durch den ganzen Internet-Vorverkauf und so sind dann schon, dass sie vorher schon Tickets haben. Also es ist, der Kauf an der Brücke selbst ist weniger geworden. Also das ist schon zurückgegangen, aber die Leute fahren trotzdem. Rundfahrt, Abfahrt hier! Heinz Meier, schrei hier nicht so rum. Meistens nur Heinzi genannt, soll die Gäste durch den Hafen schippern. Man kriegt nicht alle Fahrgäste unter einen Hut. Das entscheide ich nach der Abfahrt. Wenn ich die Leute nach 10 Minuten nicht im Griff habe, dann ist die ganze Fahrt gelaufen. Diesmal hat er 50 Touristen an Bord. Ich hab guten Tag allerseits gesagt. Guten Tag. Na, sehen Sie, das geht doch. Einzig, komm noch zwei, drei von oben, dann geht er los. Okay. Meine Damen und Herren, können Sie mich alle gut verstehen? Ja. Na, wunderbar. Wir haben soeben abgelegt von den St. Pauli Landungsbrücken. Das ist ein schwimmender Wasserbahnhof. Schwimmend gebaut. Wegen der unterschiedlichen Wasserverhältnisse. 7 Stunden Ebbstrom, 5 Stunden Flutstrom. Das Wasser fällt und steigt zwischen Hoch- und Niedrigwasser um die 4 Meter. Und so weit fallen und steigen die gesamten Wasserbahnhöfe auf dem Gezeitenstrom auf und ab. Mein Anspruch ist, nicht nur Blödsinn erzählen, sondern auch Fakten. Wenn ich zum Beispiel in eine andere Stadt komme, zum Beispiel in eine Hafenstadt, dann mache ich eine Hafenrundfahrt. Und da will ich nicht nur verscheißert werden, da will ich auch etwas hören, was aktuell ist. Und das, so gestalte ich diese Hafenrundfahrt auch. Seit 1839 liegen hier Schiffe an. Damals nutzten Kohledampfer den Standort für die Abfertigung ihrer Ware. Der Tourismus gewann erst ab 1900 an Bedeutung, als auch große Ozeandampfer vom Ponton ablegten.
heute sind die Landungsbrücken das meistbesuchte Wahrzeichen Hamburgs. Von hier aus fahren Barkassen und Fährschiffe kreuz und quer durch den Hamburger Hafen. Meist mit einem Zwischenstopp bei ihr. Moin! Habt ihr auch Durst? Gut, komm gleich. Muss jetzt erstmal hier vorne hin. Seit 10 Jahren betankt Andrea Herford Barkassen, Schuten und Motorboote. Jo. Weil das war jahrelang, war das nicht, dass hier eine Frau im Hafen gearbeitet hat, ne? Höchstens in der Klappe, ne? In der Kantine. Ja, da haben sie gearbeitet. Aber so auf den Schiffen hat kaum eine Frau gearbeitet hier. Höchstens doch früher, ganz früher noch auf den Schuten, dass sie damit gewohnt haben. Ja. Aber da war der Mann beköstigt tagsüber. Es gibt hier so weibliche Schiffsführer. Ja. Alles, alles weiblich. Emanzipation. Ihr Reich ist eine der beiden festen Schiffstankstellen im Hamburger Hafen. Die Enten sind hauptsächlich gerettete Tiere, die hier irgendwann mal vorbeigeschwommen sind. Und das sind jetzt so die gesammelten Werke, die da stehen und dürfen hier weiterleben bei mir. Sie nennt fast jeden ihrer Kunden beim Vornamen. Charlie arbeitet seit mehr als 60 Jahren im Hamburger Hafen. Und wie geht denn das sonst mit den Säulen? Geiler Punkt. Hat er so diese Hübschbuch? Für die. Für mich. Für die Partner. Ja, ja. Muss wir verloben will. Ja. Denk doch an, ich bin kein Junge für eine Nacht. Um mich muss man kämpfen. Dieser alte Schlacht noch. Der kommt, der stirbt aus, ne? Ja, das ist so. Das stimmt. Ja. Wenn die schon ankommen und Jobs annehmen und fragen, wenn sie denn keine Jobs haben oder eine Lehre anfangen hier im Hafen. Und wenn sie einen Aufenthaltsraum haben, umwarten, dass ein neuer Job kommt. Wenn es dann heißt, können wir denn unsere Playstation mitbringen? Was willst du da erwarten? Das wird nicht so ein Schlag wie früher. Nee, die Tiden sind vorbei. Und sollte im hinteren Bereich meiner Barkasse mal eine Welle über Bord gehen, dann bleiben Sie bitte auf Ihren Bänken sitzen, nicht, dass mir die Bänke nass werden. Da Heinzi bei seinen Gästen nicht nur Sprüche klopfen will, informiert er sich täglich über das Hafengeschehen. So, hier an der Steuerbordseite, meine Damen und Herren, ein Containerschiff in mittlerer Größe. Gar nicht mal das Größte. Der kann ungefähr, schätze ich mal, ja, so 3.500 Container kann er nehmen. Wird hier von der Ladung befreit, das nennt man Löschen. Schauen Sie doch mal auf die Decksladung. Die Container, die da übereinander stehen, da werden nachher bis zu 7 Lagen übereinander gestapelt. Das erste Containerschiff lief 1968 den Hamburger Hafen an. Eine neue Ära begann, die viele Hafenarbeiter den Job kostete. Es waren früher viel mehr Schiffe hier auf den Wasserstraßen. Ob in den Hafenbecken oder in den Kanälen und so weiter. Hier war Leben. Heute nicht mehr. Schuld ist der Container. Der Container hat auch viel kaputt gemacht. Aber wir müssen uns heute umschlagsmäßig weltweit anpassen. Sonst geht der Hamburger Hafen kaputt. Am Ende der Landungsbrücken haben die Schlepper ihren Liegeplatz. Die dreiköpfigen Crews profitieren vom Containerhandel. Eine Woche dauert die Schicht. Das bedeutet Bereitschaft rund um die Uhr. Für Maschinist Andreas Wetternei ist der Schlepper perfekt, dann das zweite Zuhause. Genauso wie für Kapitän Stefan Hölterling und Decksmann Mario Schmalfeld. Wir fahren jetzt los, um den Hani in Asia sicher zum Eurokai zu bringen. Der bekommt 2 Schlepper. Augenblick. Es ist 14 Uhr, Ihr zweiter Einsatz heute. Das, was wir jetzt machen, machen wir täglich. Also, es kommen Schiffe nach Hamburg, wir assistieren. Entweder sind wir der erste Stich, der zweite Stich. Also, das heißt, wir machen vorne fest oder wir machen Achtern fest.
Aber die Umstände sind ja immer unterschiedlich. Mal hast du Wind, mal Regen, jedes Schiff fährt anders, jeder Lotse fährt anders, jeder Kapitän von dem großen Schiff fährt anders. Und die Jobs gleichen sich nie. Die MSC Asia ist 340 Meter lang. Sobald der Lotse an Bord ist, beginnt das Schleppmanöver. MSC Asia wird jetzt gleich eine Wurfleine uns an Deck schmeißen, woran Mario dann die Heavingleine anbringt. Und mit der Heavingleine wird dann die Schleppleine an Bord gehievt. Als nächstes bremst Stefan Hölterling den 110.000 Tonnen schweren Containerriesen ab, um ihn dann an den Kai zu bugsieren. Jetzt kommt das ganze Schraubenwasser. So, wenn du in dem Moment jetzt dahinter hängst und die Leine hochgibst, dann kannst du dir vorstellen, dass du in diesem ganzen Gewusel schlecht Kurs halten kannst. 5.300 PS hat die Perfekt. Und die braucht sie, denn die Containerschiffe werden immer größer. So, das ist jetzt so ein bisschen der gefährliche Moment. Man merkt das ja auch schon an dem Krach. Dass jetzt hier enorme Kräfte walten. Alles flattert hier, alles vibriert. Da hat man natürlich, denkt man immer, hält ist das alles aus, ne? Weil das ist ja alles Elektronik hier drin, ne? Da muss man ein bisschen vorsichtig sein. 30 Minuten später kann die MSC Asia am Terminal gelöscht werden. Um 14:30 ist auch die Hafenrundfahrt zu Ende. Spaß mit dir. Ja. Ja. Anders als viele Kollegen nimmt Heinzi kein Trinkgeld. Was ist das denn? Geht nie wieder weg. Nee, zum Glück nicht. Witz und Infos sind bei ihm im Fahrpreis enthalten. So, das war's. So, Heinzi, nächster Job wartet. 15 Uhr, kleine Gruppe. Yes, Sir. Ja, hol dir erstmal einen Kaffee. Soll ich? Ja, mach mal. Ja, dann mach ich das. Was willst du einem? Schwarz? Ja. Wie deine Füße? Wie meine Füße. Ich versuche so Schwarzen zu kriegen, aber ich glaube, so Schwarzen haben wir nicht. Seit 30 Jahren fährt Heinz Meier Barkassen durch den Hafen. Aber hier hat es immer gebrummt an den Landungsbrücken. Hier war immer was los. Die Landungsbrücken, die sind immer voll. Das hat für ihn nur einen Grund. Weil wir so gut sind. Ja. Die beiden Wasserschutzpolizisten patrouillieren zweimal täglich die Landungsbrücken entlang. Moin, moin. Ja, wir machen kleine Kontrolle, jährliche Kontrolle, ne? In den vergangenen Jahren mussten alle Betreiber ihre Barkassen aufwendig umbauen, um sie nahezu unsinkbar zu machen. Vorschrift der Hamburger Hafenbehörde. Wir gucken uns die Papiere an, seine Patente. Und wir gucken ein bisschen nach den Rettungsmitteln. Sind die okay, nach den Feuerlöschern? Wo sind die gelagert? Wollen wir uns das mal angucken? Als 1984 nach einer Kollision an Bord der Barkasse Martina 19 Menschen starben, waren die Sicherheitsstandards längst nicht so ausgefeilt. Ja, vorher war das für Fahrgastschiffe so, dass sie nur so kleine Rettungskissen haben mussten. Und jetzt müssen die für jede Person, die an Bord ist, eine richtige Rettungsliste haben. Mit so einer Freifeder, damit man sich bemerkbar machen kann. Die entsprechenden Reflektoren müssen drauf sein und die müssen auch eine bestimmte Norm haben. Die Sicherheit der Touristen gewährleisten, das ist die Hauptaufgabe von Thorsten Wennmann und Jens Krüger. Ne? Dann machen wir das mal. Doch den Großteil ihrer Zeit beanspruchen die Menschen, die hier arbeiten. 18 Barkassenbetreiber konkurrieren hier um potenzielle Fahrgäste. Aber sonst? Irgendwelche Beschwerden? Nein, alles gut. Also. Alles gut. Passt, passt. Alles friedlich. Ja, ist ein bisschen Ruhe reingekommen in die ganze. Ja, wird immer ein bisschen geflaxt. Und irgendwas getan. Ist immer. Wenn einer versucht, den anderen auszutricksen, das ist immer. Ja, ja, das ist ja auch das Salz in der Suppe. Ja, das, ne? Genau. Das wär, dann, mir wäre das so langweilig, wenn das nicht so wäre. Das wäre dann auch nicht typisch Landungsbrücken. Ne? Vor 15 Jahren herrschte hier ein Barkassenkrieg. Tag. Jetzt können wir bald abschließen hier. Das war's. Das war ja eine richtige Premiere heute, so viel Mitbewerber auf das Platz 1. In meiner Ära habe ich noch nicht, dass wir zwei auf dem Platz hatten. Thorsten Wennmann und Jens Krüger müssen immer unparteiisch bleiben. Deswegen bringen sie ihr Mittagessen auch von zu Hause mit, anstatt sich hier zu verpflegen. Wir haben ja immer die gleichen Betreiber, die auch immer wieder hier anlegen und auch fast ihre gleichen Liegeplätze haben. Und im Laufe des Tages kommen wir ja ein paar Mal an denen vorbei.
Und dann grüßt man sich und unterhält sich. Wo drückt der Schuh? Was hat der und der gemacht? Oder andersrum meistens, der hat das und das gemacht. Oder darf der das und das? Wieso darf ich das nicht? Und so kebbelt man sich. Hier, hier oder gegeneinander. Untereinander oder gegeneinander. Jeden Tag. Es ist kurz vor 16 Uhr. Eigentlich hat Andrea Herford gleich Feierabend. Das ist Günther mit der Sabine kommt jetzt. Oder ist da. Günther Rieck hat den Barkassenbetrieb von seinem Vater übernommen. Geht los, ne? Gefühlte 300. Gefühlte 300. Dann schauen wir mal. Ein Familienbetrieb in dritter Generation mit nur einer Barkasse. Andere Unternehmen haben bis zu 22 Schiffe im Einsatz. Hast du denn Zeit? Ja. Dann gibst du einen Kaffee, hätte ich mal gesagt, hier. Latte. Ja, mit Zucker. Ja. Also so schlimm wie dieses Jahr war, glaube ich, noch die Aggression der Leute. Nicht der Gäste, sondern eben halt der Chefs und alles, was da rumkraucht. Die fahren alle die Hörner aus. Das Kaffee kommt, was rein sollte, ne? Der Winter wird hart nachher, ne? Ja, und lang. Wir ärgern alle dafür, dass der Winter denn, weil da ist dann hier gar nichts. Da ist das hier wie auf dem Friedhof. Ihr Sohn hat Andrea Herford den Job vermittelt. Der ist mit einem mobilen Tankschiff im Hafen unterwegs. Lego! Bis denn! Die Laune ihrer Kunden ist wetterabhängig. Für volle Barkassen muss die Sonne scheinen, bei 18 bis 25 Grad. Es kommt ja auch darauf an, wenn du hinten an den Brücken liegst, wo du liegst, an welcher Brücke, ne? Wenn du ganz hinten an der letzten Brücke liegst, hast du weniger als wie hier vorne auf der ersten, wo sie dann gleich weggeschnackt werden können. Das fehlt da hinten an der Brücke dann, ne? 9 Brücken verbinden den Anleger mit dem Festland. Sie sind durchnummeriert, von Ost nach West aufsteigend. An Brücke 2 im Astra Biergarten arbeitet Kimo Schmitz. Der Standort ist besonders attraktiv, weil oberhalb die Besucher mit U- und S-Bahn ankommen. 17 Uhr. Jetzt kommen die meisten Gäste. Neben einigen Stammkunden sind es hauptsächlich Touristen, die sich vor dem Musicalbesuch auf der anderen Elbseite eine Erfrischung gönnen. Ein großes Astra. 4,40 bitte. Ich danke dir. Leute, die das sonst gewohnt sind, die im kleinen Café arbeiten, ich glaube, die kommen mir nicht klar. Die sind noch ziemlich schnell, wo sie sagen, nee, das danke, lasse ich für mich. So muss schon ein bisschen da auch Bock drauf haben und muss auch den Stress abkönnen. So ist es nicht so einfach. Es ist nicht so wie heute, immer so ein bisschen ruhig und manchmal am Wochenende wirklich dann hier 7 Stunden lang eine Schlange steht und dann muss man halt durchkloppen. Aber muss dafür geboren sein, sage ich. Muss auch mal Bock drauf haben. 3,80 bitte. Im Dezember arbeitet Kimo Schmitz auf dem Weihnachtsmarkt. Haben wir 12,70 Euro bitte. Im Januar macht er Urlaub in Thailand. Ab April arbeitet er wieder hier. Heinz Meyer ist heute 6 Touren durch den Hamburger Hafen gefahren. Aber was los? Habe ich die Schnauze voll. 6 Stunden lang reden, informieren, Witze machen. Bevor er hierher kam, ist er Taxen und Gefängnisbusse gefahren. Wenn ich die Füße hochlege, dann lebe ich nicht mehr lang. Das ist so. Ich habe das so viel im Kollegenkreis schon erlebt. Oh, endlich Rentner. Brauche ich nichts mehr zu tun. Dann haben sie einen auf faul gemacht. Ja, jetzt sind sie richtig faul. Das liegen sie in der Kiste. Man muss aktiv bleiben. Und wenn es geht, noch jeden Blödsinn mitmachen. Vor allem in den Sommermonaten gibt es nicht genug Schiffsführer für die Barkassen. Der Nachwuchs fehlt. So, jetzt kann ich den Laden dicht machen. Also, willst du ein Bierchen? Nee, einen Kaffee, wenn du hast. Das ist Zuckermilch dazu? Ja, bitte. Gerne. Was willst du denn haben? Warte mal, guck mal, einen Feierabend trinken heute, ne? Nee. Ein Euro. Was? Gib mir einen Euro. Ja, ich geb dir 2. Ja, schönes ja, Arbeiten mit dir. Der Feierabend-Kaffee. Komm rein, Sie lassen dir schmecken. Ja?
So Leute, was ist das jetzt hier wieder für ein Sicherheitsabstand? Nun komm mal ein bisschen ran hier. 6:30. Obwohl es noch hell ist, startet der St. Pauli-Nachtwächter Erwin seine Tour. Alle Augen zu. Wir gehen jetzt 200 Jahre in der Zeit zurück. Ihr seid junge Seeleute und junge Seebräute. Ihr seid eben mit einem Schiff aus Britannien angekommen, mit der Lady of the Lake. Habt einen Arm frei und ich frage euch, wollt ihr eure gesamte Monatssteuer heute auf dem Kiez jubeln? Ja! Na, das sind ja lustige Abend, mein lieber Mann. Heute führt Erwin eine Gruppe Österreicher von den Landungsbrücken zur Reeperbahn. Mit 1000 Gästen im Jahr hat der Schauspieler und Komiker einst angefangen. Jetzt sind es mehr als 22.000. Darunter mehr Hamburger als Touristen. Die Landungsbrücken werden auch für Einheimische wieder populär. Das ist das Maritime, das ist das Wasser, das ist die Freiheit, das ist die Luft, das ist der leichte Wind, die Brise, die hier weht. Ne? Also da kommt schon so ein bisschen auch immer, wenn man hier ist, das Fernweh raus. Ne? Mittlerweile sind fast alle 51 Barkassenliegeplätze belegt. Gegen 19 Uhr sind meistens nur noch die großen Elbfähren im Hamburger Hafen unterwegs. Sie bringen Musicalgäste, Touristen und Werftarbeiter über die Elbe zurück zum Anleger. Für einige an den Landungsbrücken ist der Arbeitstag noch nicht zu Ende. Um 20 Uhr startet an Bord der MS Hamburg eine Party. Die Besucher der letzten Hafenrundfahrt haben gerade erst das Schiff verlassen. Da beginnen bereits die Vorbereitungen. Du machst die Buffets bitte. Die Buffets komplett weiß oben unten. Da hast du auch noch mit Chevings Teller bitte alles drauf. Ja? Das ist Mustafa Chokhi. Mach dir bitte die Tresen fertig mit Weine, Rotweine, Weißweine alles. Macht ihr die Tischdecken, dann fangt ihr schon mal. Ihr könnt schon mal bitte Besteckkasten hochholen. Wenn Kai schon mal Gläser hochgeholt hat, fangen wir schon an, dass ihr drei dann mit Gläsern auch anfängt. Dass wir Gläser austeilen, ja? Perfekt. Der gebürtige Afghaner Arash Shams muss die 18 Mitarbeiter so einteilen, dass sich gleich 450 Gäste an gedeckte Tische setzen können. So, was sagt die Zeitmaschine? Wir haben nur noch genau eine halbe Stunde Zeit, damit wir fertig sind, ja? Ich habe als Aushilfe angefangen gehabt und ist dabei dann geblieben. Jetzt sind das ja schon über 8 Jahre jetzt. Und habe ja, durch mein Fleisch vielleicht das so erreicht, dass ich jetzt die Gastronomie als Leitung hier übernommen habe. Und wie gesagt, der Hafen, wie war das mal? Der Hafen, das ist ja so wie eine Reuse. Ne? Wenn man so wie eine Aalreuse reinschwimmt, dann kommt man nicht mehr wieder raus. Und das ist einfach, wenn man sich diesen Blick immer anguckt. Wie ist der Sound auf Oberdeck? Zu Schlagern und Chartmusik fährt das Schiff 3 Stunden durch den Hafen. 59 Euro kostet das Ticket. Buffet, Softdrinks, Bier und Wein inklusive. Erstmal auf der Tanzfläche. Tanzfläche okay. Eigentlich wollte Arash Shams nach seinem Abitur BWL studieren. Hier läuft mal ein paar Wege. Er und sein Team haben nur noch 20 Minuten, dann ist Einlass. Auch seine 5 jüngeren Geschwister arbeiten an Bord. Den einen bitte mitnehmen. Das kriegst du nachher rein. Ja, das, guck mal bitte eben oben, was du alles dann hast. Dann klingelst du und dann kriegst du ein paar Stunden rein, dann wird das hier hochgeschickt. Schneller. Gleich. Bist du fertig mit Gläsern? Nein, noch nicht, aber gerne warten. Nein, gleich. Wenn er tut, seid ihr fertig? Bist du fertig? Bist du fertig, Mustafa? Seid ihr beide fertig? Okay, dann geht das Buffet rum. Du bleibst hier, du machst deine Gläser weiter. Du machst Gläser weiter. Und bitte Oberdeck checken. Ist schon, war ich schon. Ich war, ja. Wer hier Silvester feiern will, muss sich ein halbes Jahr im Voraus um ein Ticket bemühen. 6 Millionen Gäste zieht es jährlich nach Hamburg. Doppelt so viele wie vor 10 Jahren. Und die kommen während ihres Besuchs fast alle hierher. Die Landungsbrücken sind zur Touristen- und Partymeile geworden. Ganz am Ende der Anleger muss das Vergnügen noch warten. Das Zeichen zum Aufbruch für die Schleppercrew. Die Schlafzeit der Mannschaft richtet sich nach den Einsätzen. Jetzt müssen sie die Osaka Express, ein Containerschiff, aus dem Hafen geleiten. Die Besonderheit, die wir jetzt haben, ist, wir gehen vorne an das Schiff ran. Das heißt, wir fahren mit unserem Steven an seinen Steven und fahren dann nachher rückwärts vor dem Schiff vorweg. Das ist eine, ja, für diesen Schiffstyp eine ziemlich knifflige Sache oder sagen wir mal nicht so alltäglich. Ne?
Ihr Ziel liegt hinter der Kühlbrandbrücke am Terminal Altenwerder. Wann Schiffe ein- und auslaufen, hängt von der Tide ab. Ob Tag oder Nacht, spielt keine Rolle. Hier siehst du ganz klar, das Fahrwasser ist ganz klar abgegrenzt. Hier mein Schiff abgebildet. Und ich finde, in der Nacht ist es klarer zu erkennen, wann ein Schiff kommt, welche Lage es hat zu dir und in welche Richtung es fährt. Also für mich ist nachts fahren angenehmer als am Tage. Die Containerbrücken haben gerade die letzten Stahlkisten an Bord gehievt. Nur ein paar hundert Meter weiter, Party. An den Sommerwochenenden fährt das Tanzschiff Hedi von 15 Uhr bis Mitternacht. Jede Stunde eine Runde. Maximal 119 Passagiere dürfen an Bord. Meistens wollen mehr mit. Das regelt Jo Neinens. Aber ansonsten macht der Job Spaß. Wenn man ihn 3 bis 4 Tage die Woche macht. Mehr nicht. Das geht nicht. Auf keinen Fall mehr. Das Erfolgsrezept der alten Hedi? Die Mischung aus nostalgischem Hafencharme und den Klängen bekannter Szene-DJs, die unterwegs ihre Platten auflegen. Manu, umziehen bitte. In 10 Minuten sein. Lass, mach dir bitte schnell. Musa, Viertel vor wir das Essen drin. Das war okay, super. An Bord der MS Hamburg läuft der Countdown. Die Catering-Firma, für die Arash Shams arbeitet, hat das Schiff gechartert. Das kalte Buffet haben die Mitarbeiter bereits in der Küche an Brücke 9 vorbereitet. Der Hafen bei Nacht ist für immer mehr Barkassenbetreiber ein neues Geschäftsfeld. Sie bieten sogenannte Lichterfahrten an. Musa, aber kannst du bitte die Löffel holen für die Schemming? Das mache ich. Lass da, kannst du es stehen lassen. So. Okay, er macht heute Buffet dann. Das warme machst du da. Das mache ich. Steck ganz okay, er macht das. Jetzt müssen wir den letzten Ablauf machen, ob auch alles steht, weil später, wenn die Gäste drinnen sitzen, ist das immer schlecht, zum Beispiel die Kerzen. Aber die sind ja Gott sei Dank an. Die vergesse ich mal gerne. Und Buffet natürlich, dass auch alles von jedem etwas drauf ist. Das ist ja sehr wichtig. Und nachher, wie gesagt, so viel Action. Und wenn da mal was fehlt. Und einige, die jetzt mal öfters mitfahren, dann kommen sie und sagen, ja, Lachs steht da nicht. Die das dann wissen. It's morning time. Okay, also nicht lächeln, bitte. Herr Hackbart hat mich nass gemacht. Ich versteig mich. Das war der Chef. Die Party ist ausgebucht. Alle 450 Sitzplätze sind vergeben. Hauptsächlich fahren hier Touristen mit oder Hamburger, die ihren Junggesellenabschied oder Geburtstag feiern. 15 Leute zu meinem 60-jährigen Geburtstag. Ja, dann herzlichen Glückwunsch. Danke. Schön, dass wir mitfeiern dürfen. Danke. Sie kriegen heute ein Bier umsonst. 19. Aufs Haus. Herzlich, das ist euer Tisch. Alles klar. Arash Shams ist in Kabul geboren. Als er 7 Jahre alt war, floh seine Familie nach Hamburg. Nur mit seinen Eltern spricht er noch seine Muttersprachen, Paschto und Dari. Da, wo ich vor kurzem in der Heimat war, also da in Afghanistan jetzt, da konnte man sich schon an eigenen Plätzen, an denen man als Kind da war oder gute Erlebnisse hatte, schon erinnern. Nur das sah dann nicht mehr so aus wie früher, aber man hat sich noch ein bisschen erinnert. Aber natürlich, ich bin ja hier groß geworden, man kann ja schon Heimat eigentlich hier sagen. Also geboren bin ich hier nicht, aber ich weiß, dass ich vielleicht hier begraben werde, also denke ich mal so. Aber Heimat sagt, würde ich schon mal sagen, Hamburg, das ist schon Heimat. Mit 9 Knoten und Balkan-Beats geht es auf der Hedi durch den Hamburger Hafen. Hier gibt es nur Stehplätze. Bis Mitternacht fährt Ralf Sperling die Partygäste an den Werften vorbei. Dann verwandelt der Schiffsführer die alte Hedi wieder in eine normale Barkasse. Denn um 8 Uhr morgens beginnt er wieder seine Schicht für die Hafenrundfahrten. Ich sage immer, ich muss hier arbeiten. Ne? Da, wo die Leute Urlaub haben, da muss ich arbeiten. Da muss ich mal arbeiten. Ich finde das total geil. Ja, nee, hat Spaß. Meine Erfüllung. Ne? Muss ich ganz ehrlich sagen. Möchte ich nicht mehr müssen. Alles gut. Brücke 2. Es ist 23 Uhr. So, wer auf Toilette will, hier zu mir, ne? So. Jo. Da oben ist Automat.
Carola Stübing arbeitet so lange, bis der Biergarten oben schließt. Warte mal, danke mal. Seid ihr oben im Biergarten? Was? Zu spät. Bist du oben im Biergarten? Nee. Gut, reinstecken, durchgehen. Ja, nicht selber reinstecken. Ich meine das Geld. Je später der Abend, desto mehr Geduld muss die gebürtige Magdeburgerin aufbringen. Man muss sich die Leute schon angucken, wie man mit denen umgeht. Manchmal kriegst du Kontra zurück oder wirst betitelt, ne? Und dann sag ich mir, Jung, du gehst jetzt raus und hast bei mir Hausverbot. Habe ich auch schon. Komm rein. Dankeschön. Bitte schön. So, was kostet das? 70 Euro. Ach nee, Cent. Ui. Bis nachher. Jupp. So. Und dann singe ich immer dabei. So, das wäre Nummer eins. Tuch, Toilettenpapier. Passiert. Die 51-Jährige hilft in den Sommermonaten als Minijobberin aus. Arbeit macht mir Spaß. Aber erst mal einen Job kriegen, ne? Einen vernünftigen irgendwie. So allgemein. Ja, ganz schwierig. Ich bin ja nicht mehr die Jüngste, ne? Und ich wollte eigentlich in der Gastronomie bleiben, aber dann krieg ich immer zur Antwort, Sie sind zu alt. Sag, ich habe Erfahrung. Nee. Dann nehmen Sie die Jungküken, die brauchen Sie nicht so viel bezahlen. Und die ältere Generation pfeifen Sie dann ab. Aber ich mach mir da nichts draus. Ich putze auch eine Toilette. Muss ich zu Hause auch machen. Ne? Die Osaka Express ist 335 Meter lang und 43 Meter breit. Die Schiffe werden immer größer, weil dadurch die Kosten je transportiertem Container sinken. Wir haben Situationen gehabt, auch wenn Nebel ist, Dunkelheit, Regen, ja, dann die Schiffsrümpfe, vor allen Dingen die dunklen Schiffsrümpfe, wo du relativ wenig siehst. Ne? Und da fährt man schon mit dem Gefühl ran, wo man sagt, ne? Muss man genau gucken. Ne? Stefan Hölterling zieht den Riesen auf Kurs. Kommt er ihm zu nahe, könnte sein Schlepper kentern. Ich muss jetzt darauf achten, dass ich hier gerade vor dem Schiff bleibe und dass ich jetzt selber niemanden umfahre. Die Brake kannst du mal bremsen. Bremsen, Brake. Da ich ja jetzt meine Blickrichtung jetzt auf das Schiff habe und die Fahrtrichtung aber eine andere ist. Auch dieses Schiff schicken der Kapitän und seine Crew sicher auf die Reise. 10 Jahre lang war Stefan Hölterding selbst auf großer Fahrt. Seit 15 Jahren ist der Hamburger Hafen seine Heimat. Ja, ich bin früher bei meinem Onkel mitgefahren. Der hat einen Krabbenkutter gehabt. Und ja, das war so mit 5, 6, 7 Jahren. Und da wusste ich schon ganz genau, was ich machen möchte, wenn ich groß bin. Schiff fahren. Gute Nacht. Meter Ponton, still und verlassen. Es ist kurz vor 4 Uhr morgens. Gleich bringt die erste Hafenfähre die Arbeiter zu den Werften. Kurz danach beginnt ihre Schicht. Sabina Bug öffnet als Erste ihr Geschäft. Wer auf die Fähre warten muss, kann sich bei ihr mit Brötchen und Kaffee versorgen. So, so muss das alles stehen, ne? Ich arbeite seit meinem 15. Lebensjahr so früh. Ich bin auch gelernte Druckerin, Reprografin. Und hab dann noch in die Buchbinderei umgewechselt. Und da stehst du morgens so früh auf. Weil Termine, Termine, Termine. Hauptsache, ich hab was Süßes. So. Als immer mehr Druckereien pleite gingen, vor allem die kleinen, musste Sabina Bug umsatteln. Mein Sohn ist befreundet mit der Chefin. Und die habe ich eines Tages kennengelernt. Und die suchte noch jemanden. Und hatte das auf Facebook gesetzt und ich hatte sie angesprochen.
habe meine Bewerbungsunterlagen abgegeben. Ja, und 3 Tage später hatte ich den Job. Und das ist jetzt schon das 3. Jahr. Und ich liebe es. Moin, Süßen. Moin. Großen Kaffee mit Brötchen? Jo. Jo, mach ich dir. Und schönes Wochenende gehabt? Gemischt. Was? Gemischt. Gemischt? Ja, mein Wochenende ist auch gemischt gewesen. Ja, du. Ne? Nee, wäre vielleicht besser gewesen, ne? So, nun kriegst du erstmal dein Mettbrötchen. 3,10 Euro, bitte. Für Fährleute und Schiffsführer gibt's hier noch den Schipperpreis. Sie zahlen etwas weniger als andere Kunden. Damit das ein bisschen ansprechender aussieht? So. Und das reicht mir dann schon. Wenn die Leute nicht von sich erzählen, also ich bin kein neugieriger Mensch, ich froch nicht, ne? Ich weiß auch meistens nicht, wie die Leute heißen. Die wissen auch nicht, wie ich heiße, aber wir verstehen uns. Und das ist so eine Harmonie, das macht Spaß. Bärchen! Moin! Moin, Schieda! Der 57-Jährigen reicht zu wissen, was sie essen. Ja, der kriegst du gar nicht ab, so, ne? Mir die Augen, ne? Guck mal hier, ich hab ja auch schon deine Brötchen vorbereitet. Und deinen kleinen Kaffee. Das ist schön. Ja. Es ist 6:30. Einige müssen sich jetzt beeilen. Ihre Arbeit soll erledigt sein, bevor die ersten Touristen kommen. Die Pontonwarte haben ihren Arbeitsplatz im sogenannten Keller der Landungsbrücken. Diese bestehen aus 6 Pontons und die überprüfen sie 3-mal im Jahr. Das ist ein Gasmessfreigerät, damit wir messen können, dass unten keine Faulgase sind oder irgendwelche anderen Dinge, damit wir da unten nicht K.O. gehen. Er muss jetzt so lange warten, bis das Gerät freigibt, dass wir rein können. Dann werden wir unseren Kollegen anhaken und er geht runter und guckt unten, ob alles in Ordnung ist. Alright, alles klar. Norbert Spuhl soll kontrollieren, ob sich Wasser im Ponton befindet. Hier unten verlaufen die Wasser- und Telefonleitungen der Restaurants und Souvenirshops. Dirk? Ja, bitte? Wenn wir die Pumpe weg haben. Es herrschen fast 40 Grad. Kondenswasser hat sich angesammelt. Wäre es Elbwasser, hätten die Pontonwarte Grund zur Sorge. Ein Schwimmschalter in jeder Kammer löst Alarm aus, wenn sich zu viel Wasser im Ponton befindet. Bei Brücke 4 in den Landungsbrücken sind die mit einem Schiff reingefahren. Der ist morgens im Nebel aus dem Ruder gelaufen. Und dann hat er die Landungsbrücken den Ponton gerammt und der hat ein recht großes Loch reingerissen. Da war richtig Alarm, ja, weil dann ist Eile geboten, ne? Weil diese ganzen Buden und alles, was damit drauf ist und auch die Menschen, das ist ja alles in Gefahr dann. Havariekammern, die um die gesamte Anlage gebaut wurden, haben damals Schlimmeres verhindert. Anfangs fand Thomas Rüß das Dröhnen der Schiffsmotoren hier unten noch unheimlich. Seit 30 Jahren wartet er alle Pontons des Hamburger Hafens. Insgesamt sind das 67. Das sind sogenannte Trimmsteine. Und den Sand, den wir hier drin haben, das ist auch mit zum Trimmen gedacht gewesen, weil der Ponton, der muss ausgerichtet werden. Die liegen nicht immer so, wie sie sollen. Die können mal so ein bisschen schief liegen. Und das wird alles ausgemessen und dann wird eben von der Obrigkeit gesagt, Leute, da müssen Trimmsteine rein, der muss wieder ein bisschen gerade kommen. Und dann danach wird er ausgerichtet. Vorsichtig, schön langsam. Bei regelmäßiger Wartung hält so ein Ponton 100 Jahre. Alrighty. Willkommen an der Oberfläche. Richtig, an den deutschen Landungsbrücken in Germany. 7 Uhr, Dienstbeginn für Andrea Herford. Entschuldigung.
bis zu spät kommen. Die Tankstellenfrau stand im Stau. Dabei muss sie immer pünktlich ihren Job antreten. Der Maschinist vom Halunderjet wartet bereits auf mehrere tausend Liter Diesel. Wollen wir den Sprit schon laufen lassen? Ja, 8,5. 8,5, okay. Kann hochgehen, ja? Jo. Punkt 8 Uhr muss die Helgoland-Fähre an den Landungsbrücken festmachen, um die Gäste an Bord zu lassen. Öl auch gleich. An guten Tagen betankt Andrea Herford 20 Schiffe. Jede Tankladung dokumentiert sie mit genauer Uhrzeit. Denn mit dem Tankstutzen reicht sie auch die Verantwortung rüber. Auf jeden Fall keine Überläufe haben, dass nichts vorbeigeht. Das wegen der Umweltverschmutzung. Deshalb nennt man das Überläufer, falls es denn nicht im Tank geht und woanders hinläuft. Ne? In dem Fall muss der Verursacher mit einem Strafverfahren rechnen. Andrea Herford hat ein paar Minuten, um sich umzuziehen. Warum sie sich einst auf Gardinen und Dekostoffe spezialisiert hat, kann sie sich heute nicht mehr erklären. Nee. Hier gehört sie jedenfalls hin. Mein Vater hat hier im Hafen gearbeitet mit der Barkasse, als mit dem Eberführereibetrieb. Ja, und wenn Wochenende war, was machte man? Man fuhr mit der Barkasse wieder irgendwo hin. Ja. Wir sind als Baby schon im Wäschekorb mitgefahren, wir waren gerade geboren. Zehn Uhr, Brücke 2. Kaffee? Gerne. Wie immer. Essen? Malbüro, bitte. Auch heute nichts essen? Einmal musste Sabina Bug im Winter einige Wochen zu Hause bleiben, wegen einer Knie-OP. Einer. Da bekam sie richtig Sehnsucht. Jetzt hast du's. Wie war das, ne? Le mio, du meine Sonne. Für heute hat sie die letzten Brötchen geschmiert. Sobald die ersten Touristen bei ihr vorbeiziehen, verkauft sie nur noch Eis und Getränke. Die Menschen, der Ausblick, die Jahreszeiten, alles ist so. Es ist immer in Bewegung. Alles ein bisschen unruhig. Nie der gleiche Trott. Das wäre ja langweilig. Eine Schachtel Gift, bitte. Eine Schachtel Gift. Und alles ein bisschen trapp, trapp. Weißt du? Ich weiß. Alles zu seiner Zeit, Schatz. Ne? Wobei, wenn du sowas sagst zu mir, werde ich immer langsamer. Das geht ab wie Schmidts Katze. Ganz. Woher weißt du, dass ich? Schatz, ich kenne dich doch. Heinz Meier holt sich seinen Kaffee immer hier. Genau wie Ahmet Ülgüt. Doch. Das reicht. Oh Gott. Oh Gott, sag nicht, oh Gott zu mir. Ich weiß doch, Sabina, das weißt du doch. Entschuldigung, ich vergaß. Wie kannst du mich mit dem Herrn da oben vergleichen? Echt mal. Woher weißt du, dass das ein Herr ist? Ich nehme das mal an. Nimmst das mal an? Ja, Frauen machen nicht so viele Fehler. Seit 5 Jahren sind die Landungsbrücken Ahmet Ülgüts Arbeitsplatz. Das ist halt ein kleines Dorf, ne? Und wenn du an Brücke 1 hustest, hast du an Brücke 4 eine Lungenentzündung und an Brücke 10 bist dran gestorben. Ne? Also es ist einfach ein Lauffeuer. Ne? Also sowas ist hier ganz, ganz schlimm. Also wie soll ich sagen? Wie sagt man? Getratscht wird hier wie zwischen alten Waschweibern. Das ist einfach so. Das ist ein Bunkerschiff. Und da fahren wir auch ran. Nicht an dieses, sondern wir fahren bei der Esso ran. Heinzi ist Stammkunde bei der zweiten Hafentankstelle. Ich habe gestern 90 gehabt. Jo. Ist er richtig fest? Ja. Nicht wie gestern? Nein, das ist richtig. Ja, ist gut. So, dann kommt das Ding hier rein. Das ist der Bunker hier. So, lass jucken, das Ding. Und jetzt muss ich aufpassen, dass ich keinen Überläufer kriege. Heinz Meier kennt alle Barkassenbetreiber am Ponton und hat bei fast jedem bereits gearbeitet. Wenn ihm die Konditionen nicht passten, ist er einfach eine Brücke weitergegangen. Da es an Mitbewerbern mangelt, kann er sich seine Jobs aussuchen. Wie viel? Viele junge Leute scheuen die unregelmäßigen Arbeitszeiten und Wochenenddienste. Die
Es gibt kein freieres Leben wie hier an Bord. Ich kann doch frei entscheiden. Ich kann doch tun und lassen, wie ich das für richtig halte. Wenn ich jetzt irgendwo an der Drehbank stehen würde oder in der Tischlerei oder sonst was machen würde, das wäre doch langweilig. Das Küken der Landungsbrücken arbeitet im Souvenirgeschäft. Christian Schlag ist 19 Jahre alt und gelernter Einzelhandelskaufmann. Jeden Morgen um 8 Uhr baut er auf. Immer nach dem gleichen System. Denn hinterher muss er den Touristen erklären, wo genau was steht. Manchmal gehen sie mir auf den Keks, die Touristen. Aber das sage ich denen auch ganz ehrlich. Da kennen wir gar nichts. Im Endeffekt ist es immer lustig, mit denen zusammen einzukaufen hier. Ne? Moin, darf ich hier immer vorbei? Jo. Ich danke dir. Ja, man versucht das Ganze natürlich so ein bisschen zu überspielen. Also wenn sie mich dann 100 Sachen fragen und mir ihre Lebensgeschichte erzählen wollen, da habe ich natürlich im Sommer nicht wirklich viel Zeit zu. Und dann versucht man das Ganze einfach so ein bisschen verkaufsorientierter als normal zu lösen. 2 Stunden dauert der Aufbau, 2 Monate die jährliche Inventur. Ja, ich glaube, das braucht kein Mensch, aber es ist ja schön, sich sowas leisten zu können. Kein Mensch braucht einen Pelz oder eine Motorjacht, aber die Leute kaufen sich das ja trotzdem. Und die kleinen Leute, die sich keinen Pelz oder keine Motorjacht kaufen können, die leisten sich denn was Kleines, Unsinniges. Und erinnern sich, glaube ich, immer mal wieder dadurch daran. Ich meine, Fotos sind ja schön und gut, aber wer druckt Fotos aus in der heutigen Zeit? Kein Mensch. Und da hat man wirklich was zum Hinstellen, was man sich merkt, was man immer wieder angucken kann, was man der Familie zeigen kann. Christian Schlag steht die meiste Zeit draußen, auch um zu kontrollieren, dass keiner was klaut. Der 19-Jährige hat hier angefangen, um möglichst viele Erfahrungen zu sammeln. Irgendwann will er sich selbstständig machen und sein eigenes Unternehmen gründen. Am besten geht hier, wenn Mama und Papa Nein sagen, gehe ich zu Oma und Opa. Das ist so der beliebteste Spruch. Da ist die ganze Familie mit drin, freut sich jeder. Seit 2 Jahren arbeitet er im Brückenbazar. Eine ehemalige Schulfreundin von mir hat hier gearbeitet, hat hier ihre Ausbildung gemacht und hat mitbekommen, dass ich sowieso einen neuen Job suche. Und so bin ich hier durch reingekommen. Und ich habe nebenbei bei Johanna gejobbt. Und deshalb kannte mich der Chef dann auch schon. Sie gehören zusammen wie der Wind und das Meer. Das ist Johanna. Die 76-Jährige weiß, dass hier Fisch und Brötchen allein nicht genügen. Naja, die erwarten ja einen kleinen Schnack oder einen kleinen Spruch aus Hamburg. Oder ich sage noch mal, deren, was willst du? Oder so in dem Stil. Das finden die schon gut. Ihr Bruder Willi springt ein, wenn Not am Mann ist. Heute zum Matjes filetieren. Mit dem Fisch. Ich mach dann die Haut ab. Hier hake ich mit dem Finger an den Kopf ran, damit er mir nicht wegrutscht. Nein? Das hört man auch, er geht über die Grete. Und hier haben wir ihn wieder erwischt. Nein? Wir könnten das ja auch billig kaufen, in Öl gelegt oder so. Oder auch für die Gerichte. Aber ich finde, wir machen uns auch noch die Arbeit auch mit dem Pellkartoffel, dass wir Bratkartoffeln richtig machen, wie sie es gehört. Und so machen wir das auch mit dem Matjes hier. Uns dankt das eigentlich der Kunde, ne? Seit 45 Jahren arbeitet Johanna Tietz an den Landungsbrücken. Sie hat hier schon Crepe, Kartoffelpuffer und kandierte Früchte verkauft. Angefangen hat sie mit einem Getränkeshop. Du kommst auch immer zur unrechten Zeit. Lass mich mal mit dem Brötchen. Komm raus hier, komm. Den hatte sie von ihrem Vater übernommen. Ja, aber das ist, kurz nach dem Krieg waren hier alles so grüne Baracken. Und das war so ein Getränkeshop hier, genau auf der Ecke. Da haben wir hier die Getränke alle gelagert. Hier ist noch die alte Sackkarre. Dann die Kisten mit dem Eis, mit diesem Stangeis, alles in Leder hier. Das waren noch Zeiten. Heinzi, alles gut? Hubert. Und alles wunderbar. Super. So, Einsatzplan für heute. Morgenmeeting mit Chef. Hubert Neubacher und seine Crew. 13 Uhr kriegt ihr eine kleine Gruppe. Ja. Und dann habt ihr 15 Uhr noch mal eine kleine Gruppe dazu. Und danach rüsten, ne? Und danach rüsten, genau. Ja, du rufst mich die ganze Zeit an, obwohl du neben mir sitzt. Ich liebe dich. Dadurch, dass wir natürlich
Nicht, dass mal 9 Schiffe im Einsatz haben, die an verschiedenen Stellen losfahren. Wir mit den Schiffen verschiedene Veranstaltungen machen, sprich die Hafenrundfahrt genauso wie Gelegenheitsfahrten und Partys, muss das schon alles abgesprochen sein. Das ist jetzt eine ganz grobe Absprache, die wird sich im Laufe des Tages mit Sicherheit auch aufgrund diverser Sachen verändern. Ne? Definitiv. Gruppen zu spät, Schiffsanleger besetzt und so weiter. Ne? Alles Mögliche. Werd ihr mal wieder die Millionen zusammenfahren? Ach, die versprichst du mir schon seit 5 Jahren. So, ich habe noch keine gesehen. Habt ihr so einen Flyer-Ständer? Ja. So, dann nimmst du die hier. Gut. Alles klar, danke. Ja, super. Die Flyer, eine Warnung vor Taschendieben. Vor allem in der Hochsaison im dichten Gedränge verschwindet immer wieder die eine oder andere Geldbörse. Wenn du Nachschub brauchst, sag's Bescheid. Immer gern genommen. Ja. Ja. Hallo. Na, wie ist? Hallo, schönen Tag. Ich bin. Ja, 8 Kilometer marschieren Thorsten Wennmann und Jens Krüger hier täglich hoch und runter. In ihrer Freizeit meiden sie solchen Trubel. Dann arbeitet der eine im Garten, der andere spielt Schach. Ja. Frühjahr wurde im Oktober abgeschlossen und dann sind die Leute zu Ostern wiedergekommen. Das ist jetzt was völlig anderes. Mittlerweile kommen die Leute zu jeder Jahreszeit, zu jeder Zeit und auch fast zu jedem Wetter. Wir haben ein neues Musical hinzugekriegt. Wir haben verschiedenste Veranstaltungen, die man vorher hier nicht so hatte. Und wenn diese Veranstaltungen sind, dann kommen natürlich auch immer mehr Leute. Und auch Leute, die von diesen Leuten einfach angezogen werden. Taschendiebe, Bettler, Betrüger, wie das eben halt so ist in einer großen Stadt. Das gehört alles dazu. Wie die Post im Briefkasten. Nur die haben Stadtplaner beim letzten Umbau hier vergessen. Thorsten Warnke überreicht daher jedem seine Post persönlich. Moin. Der Portogeier schon wieder. Hallo. Haben Sie schon wieder? Wir müssen auch von irgendwas leben. Haben Sie schon wieder was nachzukassieren? Zeigen Sie mal her. Ja, hab ich. Ja, geben Sie mal her. Das ist immer der gleiche hier. Oha, ich hoffe, Sie haben es passend. 3,48. 3,48, gucken Sie mal. Ich gebe Ihnen 4 Euro. Der Rest ist für die Kaffeekasse. Oh mein Gott, ich danke. Aber nicht auf einmal versaufen. Ne? Nein, ich gebe mir Mühe. Gut. So, und jetzt kommt die Krönung, noch ein Einschreiben. Gegen 11.30 Uhr startet er seine Runde am Anleger. Seit 18 Jahren. Ab hier darf Thorsten Warnke eigentlich nur noch schieben. Meist beginnt er seine Tour mit einem Kaffee bei seiner Frau. Guck mal, meine Frau. Moin. Sandra Warnke arbeitet seit 10 Jahren als Oberkellnerin im Fischrestaurant. Brücke 3. Er hat nebenan den Imbiss die Petra gefragt, ob er meine Telefonnummer haben kann. Ich habe ihm dann gesagt. Und dann wollte ich irgendwann einen IKEA-Katalog haben. Und dann hat er gesagt, den kriegst du nicht, die sind abgezählt. IKEA-Katalog nur gegen Telefonnummer. Verheiratet habe ich mir extra eintätowieren lassen, damit ich das Datum nicht vergesse. Aber wir haben an ihrem Geburtstag geheiratet. Das ist ein bisschen einfacher, auch wegen Geschenke und so. Moin. Moin. Versuch es. Na, guten Morgen, mein Lieber. Im Winter, wenn einige Geschäfte nur an bestimmten Tagen oder ausschließlich am Wochenende geöffnet haben, muss er sich genau überlegen, wie er Karten und Briefe los wird. Wir haben nachher noch da vorne einen, der ist noch nicht so lange da, ne? Bis du mit denen so ein bisschen grün geworden bist, damit du das auch weißt, wie du das rüberbringen kannst. Sind ja auch manchmal Sachen dabei, wo du ein Einschreiben hast, was nicht jeder annehmen darf oder was. Und dann, ich habe von fast jedem Chef hier die Handynummer, Telefonnummer, sodass ich die noch anrufen kann und sagen kann, hier, so wie machen wir das jetzt, ne? Wir wollen nicht ruhen, wir wollen nicht rasten, eh der letzte Brief im Kasten, ne? Oder wie war das Ganze? Ach ja. Die Schleppercrew hatte eine ruhige Nacht und einen ruhigen Morgen. Sie konnte sogar ein paar Stunden schlafen. Es ist 12 Uhr. Lachs, schönes Gemüse, gedünstet mit Kambodscha-Kartoffeln. In Fachkreisen Reis. Jeder hier an Bord hat seine eigene Kammer. Mit Bett, Schreibtisch und Waschbecken. Das ist wie eine Männerwohngemeinschaft ist das. Manchmal wird gezickt, manchmal wird geschimpft, manchmal wird sich auch geliebt. Was denn? Ich bin der Koch. Mario? Stefan? Andreas? Jo, ich bin gleich da.
Auch Maschinist Andreas Wetterney ist vorher jahrelang zur See gefahren. Seit 3 Jahren gehört er zum Team. Also wieder fein gekocht. Es gibt Kollegen, die aus der großen Fahrt kommen, die dann hier anfangen in so einem kleinen Team und auch nach einer gewissen Zeit wieder gehen, weil sie halt damit nicht klarkommen. Ne? Eben halt sich auch unterzuordnen. Ne? Und es ist ja auch so, Kapitäne sind mal irgendwo auf großen Schiffen gefahren. Wir sind als Chief-Ingenieure auf Schiffen gefahren. Da waren wir ein bisschen ein anderes Niveau auch gewöhnt. Man muss das schon wollen. Ja, ich bin jetzt hier alleine als Maschinist. Ich habe keinen zweiten Ing mehr, ich habe keinen dritten Ing mehr, ich habe keinen Öler mehr. Das heißt also, ich mache alles alleine, aber man muss es wollen. Ne? Und wenn man Spaß am Beruf hat, ist das schon okay. Ne? Hier ist die Postzustellung etwas einfacher. Das Büro der Schleppreederei ist immer besetzt. 365 Tage im Jahr, jeweils 24 Stunden. Und so hat Thorsten Warnke ganz nebenbei erfahren, dass Kapitän Stefan Hölterling sein Nachbar ist. Verstehen, nur beobachten. Wie andere arbeiten. Ja. Ja, ich gebe alles. Ja, hast du da viel zu tun? Es geht. Okay. Ich schaff das. Ich bin ja ein Guter. Laut einer Online-Umfrage der Deutschen Zentrale für Tourismus liegt der Hamburger Hafen mit den Landungsbrücken auf Platz 36 der beliebtesten Sehenswürdigkeiten Deutschlands. Ich meine, du kriegst hier alles mit, ne? Du siehst hier hinten jetzt mal hier Elbphilharmonie fertig endlich. Oder was heißt fertig, aber alles riecht sich auf immer. Ich finde das ja faszinierend. Das Ding kann 2 Milliarden kosten, denn ist doch scheißegal. Das Geld kommt doch wieder rein. Das kommt doch 100 pro wieder rein. Der Chinese, der mit seiner Sänfte hier aus China anlandet, weil er Mozart hören möchte, und seine Frau am Tag Mönckebergstraße rauf und runter, die lassen doch Kohle ohne Ende hier. 2 Milliarden, 3 Milliarden soll das Ding kosten. Egal. Die Kasse ist fertig, sagtest du, ne? Noch nicht ganz. Noch nicht ganz, ja. Dann geh mal checken, bitte. Guck dir das an, dass alles klar ist. Und dann... Ja, kann mich nicht in Ruhe lassen. Bewegung. Die letzten Überbleibsel aus längst vergangenen Zeiten. 70 Jahre ist die Barkasse alt, auf der Heinzi jetzt nicht mehr die Werftarbeiter, sondern Touristen durch den Hafen schippert. Es gibt natürlich viele Klischees und so. Man möchte das aber natürlich auch irgendwo ein bisschen, dieses Klischee auch ein bisschen wieder ausgrenzen. Also dass es weniger wird, ne? Dass es moderner wird irgendwo trotzdem. Trotzdem dieser Hauch von dem Alten bleibt, das ist natürlich das Wichtige. Also diese Kombination hinzubekommen. Ja, aber so ein Heinzi zum Beispiel, der muss schon eigentlich, muss man so lange am Leben erhalten, wie es geht. Ne? Also wenn ich noch mal anfangen sollte, Musik zu machen, dann höchstens eine Blockflöte. Drängeln, nicht schubsen bitte. Ja? Frauen und Kinder zuerst und alle die, die sich weiblich fühlen. Solange der Amtsarzt sein Okay gibt, so lange wird Heinzi hier auch Barkassen fahren. Und wenn man einmal hier fest integriert ist, das lässt einem nicht mehr los. Das zieht einem hierher. Ich könnte ohne dem nicht mehr leben, sage ich ganz ehrlich. Keine Käppeleien? Nix, nein. Was? Guck mal, das ist eine Damenriege. Alles nette Muttis. Ne? Die haben ihren Papi, haben den schon alle unter die Erde gebracht. Und jetzt sind sie fidel und lustig. Weil sie ja seine Rente haben. Seine 60%. Ne? Der Mann ist doch zu haben hier. Ja, nein, nein, nein. Bei mir ist bei 20 Schluss. Bei 20 ist Schluss. Ne? Meine Mietzekatze in der Karibik, die wird jetzt nächste Woche 18. Also skurrile Typen haben wir hier genug. Ja? Nicht nur die, die hier arbeiten, auch die, die hierher kommen. Ja. Rückfahrt-Tickets hier, Leute, auch zur Speicherstätte. Abfahrt hier. Letzte Fahrt, wer will doch mit? So, Mädels, was ist mit euch? Der Millionär mit den 2 hübschen Damen. Das ist die letzte Fahrt? Das ist die letzte vor der Sommerpause. Es ist 13 Uhr. Noch sind 45 Plätze frei. Mit der Barkasse hier. Klopst, du sollst die Leute nicht verscheuchen, du sollst sie ranlocken. Heinzi, hast du nichts zu tun an Bord? Gut, dann trink mal deinen Kaffee, dann kannst du ein bisschen deine Back schrubben. Ahmet Ögüt, kurz Achi, soll dafür sorgen, dass viele Touristen mit den Barkassen seines Arbeitgebers mitfahren.
Wie zieh's mit warm, was ihr spürt? Ja, dann lass uns raus. Mütze, Hosenstall, Handy, Geschenke, Zettel. Wasserschutz Polizeikommissariat 2, Außenstelle Landungsbrücken. Jens Krüger und Thorsten Wennmann sollen Betrügern das Handwerk legen und Streitereien schlichten. So, hallo. Ja. Geht der Mann nicht so nah ran? Ja. Stelle ich hier jetzt an. Ja. Ne? Ja. Und dann geht das rucki zucki die Beine ab. Oh, ja? Das wollen wir nicht. Und wer ins Wasser plumpst, der hat hier keine Chance. Ja? Das Verhältnis dazu haben die Leute teilweise verloren, dass das ja eigentlich ein Fährbahnhof ist. Das heißt, dass hier Schiffsverkehr ist, in wechselhaften Abständen. Die Leute wollen ganz gerne hier essen und dann stören natürlich so ein bisschen die Abgase der Schiffe. Aber erst waren die Schiffe hier und dann kamen die Budenbetreiber. Hallo, schönen guten Tag. Ein Koberer für Hafenrundfahrten. So, was gibt's sonst noch Neues? Ja, was ist passiert? Passiert ist gar nichts. Für 18 Euro pro Person. Jupp. Einmal die Tickets, einmal durchzählen, nicht, dass ich dich übers Ohr gehauen habe. Passt. Sehr schön. Also die meisten durch den ganzen Internet-Vorverkauf und so sind dann schon, dass sie vorher schon Tickets haben. Also es ist, der Kauf an der Brücke selbst ist weniger geworden. Ja. Also das ist schon zurückgegangen, aber die Leute fahren trotzdem. Da Rundfahrt ab, fahrt hier. Heinz Meier, schrei hier nicht so rum. Meistens nur Heinzi genannt, soll die Gäste durch den Hafen schippern. Man kriegt nicht alle Fahrgäste unter einen Hut. Das entscheide ich nach der Abfahrt. Wenn ich die Leute nach 10 Minuten nicht im Griff habe, dann ist die ganze Fahrt gelaufen. Diesmal hat er 50 Touristen an Bord. Ich habe guten Tag allerseits gesagt. Guten Tag. Na, sehen Sie, das geht doch. Einzig, komm noch zwei, drei von oben, dann geht er los. Okay. Meine Damen und Herren, können Sie mich alle gut verstehen? Ja. Na wunderbar. Wir haben soeben abgelegt von den St. Pauli Landungsbrücken. Das ist ein schwimmender Wasserbahnhof. Schwimmend gebaut wegen der unterschiedlichen Wasserverhältnisse. 7 Stunden Ebbstrom, 5 Stunden Flutstrom. Das Wasser fällt und steigt zwischen Hoch- und Niedrigwasser um die 4 Meter. Und so weit fallen und steigen die gesamten Wasserbahnhöfe auf dem Gezeitenstrom auf und ab. Mein Anspruch ist, nicht nur Blödsinn erzählen, sondern auch Fakten. Wenn ich zum Beispiel in eine andere Stadt komme, zum Beispiel in eine Hafenstadt, dann mache ich eine Hafenrundfahrt. Und da will ich nicht nur verscheißert werden, da will ich auch etwas hören, was aktuell ist. Und das, so gestalte ich diese Hafenrundfahrt auch. Seit 1839 legen hier Schiffe an. Damals nutzten Kohledampfer den Standort für die Abfertigung ihrer Ware. Der Tourismus gewann erst ab 1900 an Bedeutung, als auch große Ozeandampfer vom Ponton ablegten. Heute sind die Landungsbrücken das meistbesuchte Wahrzeichen Hamburgs. Von hier aus fahren Barkassen und Fährschiffe kreuz und quer durch den Hamburger Hafen. Meist mit einem Zwischenstopp bei ihr. Moin! Habt ihr auch Durst? Gut, komm gleich. Muss jetzt erstmal hier vorne hin. Seit 10 Jahren betankt Andrea Herford Barkassen, Schuten und Motorboote. Ja. Weil das war jahrelang, war das nicht, dass hier eine Frau im Hafen gearbeitet hat, ne? Höchstens in der Klappe, ne? In der Kantine. Ja, da haben sie gearbeitet, aber in so. Auf den Schiffen hat kaum eine Frau gearbeitet hier. Höchstens doch früher, ganz früher noch auf den Schuten, dass sie damit gewohnt haben. Ja. Aber da war der Mann beköstigt tagsüber. Es gibt hier so weibliche Schiffsführer. Ja. Alles, alles weiblich. Emanzipation. Gruß. Ihr Reich ist eine der beiden festen Schiffstankstellen im Hamburger Hafen. Die Enten sind hauptsächlich gerettete Tiere, die hier irgendwann mal vorbeigeschwommen sind. Und das sind jetzt so die gesammelten Werke, die da stehen.
und dürfen hier weiterleben bei mir. Sie nennt fast jeden ihrer Kunden beim Vornamen. Charlie arbeitet seit mehr als 60 Jahren im Hamburger Hafen. Ja. Und wie geht denn das sonst mit den Säulen? Wie geht das gut? Und hat er so diese Hübschwung? Für die. Für mich. Für die Partnerin. Ja, ja. Muss wir Verlobung will. Ja. Denk doch an, ich bin kein Junge für eine Nacht, um mich muss man kämpfen. Dieser alte